Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät. Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Zukunftsszenario aus dem Orwell-Roman 1984. Ein Fernsehgerät, das sendet und empfängt. Im Jahr 2013 ist es Realität und nennt sich Smart TV. Smart TVs sind im Grunde nicht mehr ganz normale Fernseher, die halt so eine Art kleinen Computer eingebaut haben, mit dem Internet verbunden sind. Und so ähnlich funktionieren wie Smartphones, die kennt man ja jetzt. Da laufen Apps drauf, mit denen kann man bestimmte Dienste aus dem Internet abrufen. Was vielen Nutzern nicht bewusst ist, ist, dass dabei natürlich auch Daten ans Internet übertragen werden, die Rückschlüsse auf ihre Sehgewohnheiten zulassen. Empfänger werden zu Sendern. Aber welche Daten werden übertragen und an wen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Sebastian Monial. Er ist Datenjournalist und hat seit längerem die Smart-TVs im Blick. Für ZAPP untersucht er einen Fernseher der südkoreanischen Marke LG, einer der größten Hersteller von Smart-TVs. An den Fernseher schließt er einen Laptop an. Ein spezielles Programm kann die Datenströme aufzeigen. Und tatsächlich wird sichtbar, dass der Fernseher Informationen sendet. Reihenweise Daten werden übermittelt. Eine der spannenden Anfragen ist diese hier. Das müsste eigentlich an einen Server von LG gehen, genau. Der Fernseher erkennt, dass er in Deutschland steht, deswegen steht da ein DE. Und dann kommt eben die Internetadresse LGTVSDP. Und hier wird dann jetzt übertragen, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist, beziehungsweise wenn ich etwas angeklickt habe, was ich gerade angeklickt habe. Was Sebastian Monial sieht, wohin er umschaltet, welche Dienste er nutzt, alles wird direkt an den Hersteller übertragen. Sogar wenn Monial einen privaten USB-Stick anschließt, hier mit einem Zapffilm, sendet der Fernseher das nach Südkorea. Ohne, dass der Nutzer das merkt. Unverschlüsselt. Dass diese Informationen unverschlüsselt übermittelt werden, heißt eben auch, dass jeder, der sozusagen auf der Leitung drauf ist, ob das der Service Provider ist, ob das die Geheimdienste sind oder wer auch immer, alle können gucken, was ich gerade im Internet über den Fernseher sozusagen über mich preisgebe. Der Hersteller LG erklärt, die Dateinamen werden nicht gespeichert. Jedoch war die Übertragung solcher Dateinamen Bestandteil eines neuen, noch in der Entwicklung befindlichen Features. Rechtlich ist es eindeutig unzulässig. Das Abfangen von Daten, selbst als Telemediendienst, ich gehe mal davon aus, dass es hier sich nicht mal um einen Telemediendienst handelt, weil ja nur das Gerät zur Verfügung gestellt wird. Aber selbst wenn es ein Telemediendienst wäre, müsste eine umfassende Information über diesen Datentransfer erfolgen. Der britische Blogger Dr. Beat hat bei seinem eigenen LG-Fernseher festgestellt, dass selbst ein Widerspruch nicht hilft. Die Daten wurden weiterhin übertragen, obwohl er die Funktion deaktiviert hatte. Wir fordern als Datenschutzbeauftragte sogenannte Privacy by Default. Das heißt also, es muss eine Grundeinstellung so programmiert sein, dass keine Daten fließen. Und jedes Mal, wenn man also einen Datenfluss eröffnet, muss man vorher seine Einwilligung erteilt werden. Das ist leider weder die gesetzliche Lage und schon gar nicht die technische Realität. Die technische Realität ist eine andere. Der Datenfluss ermöglicht vor allem eine neue Geldquelle. Werbung via Smart TV. Eine neue Studie preist die Effizienz von Bannerflächenwerbung über Smart TV an. Auftraggeber übrigens LG, der südkoreanische Hersteller. Je mehr man über den Nutzer weiß, desto besser, heißt es. Smart TV ist ein effektives Medium für Werbung. Der Zuschauer doppelt lukrativ, als Fernsehkäufer und Werbeziel, nicht nur bei LG. Man kann davon ausgehen, dass auch andere Hersteller diese Möglichkeit zumindest erwägen, zusätzliches Geld zu verdienen, indem sie Werbung eben gezielt auf ihre Geräte einspielen lassen. Welche Hersteller das nun genau tun, wie sie es tun, das ist allerdings bisher noch nicht großflächig untersucht worden. Ausgespäht im eigenen Wohnzimmer, vom eigenen Fernseher. Die Informationstechnik beherrscht den Zuschauer. Das Einzige, was sicher hilft? Die Firma LG will die Übertragung nun abstellen.
Weitere Fragen konnte man uns allerdings leider nicht beantworten.